Guten Tag, Connor. Es sind noch ein paar Ballen Seide in meinem alten Haus. Sie sind außerordentlich wertvoll, doch ich glaube, ich sollte nicht zurück. Es könnte gefährlich sein. Ich habe gehofft, du könntest sie mir holen, wenn du Zeit hast. Prudence, alles in Ordnung? Was machst du hier draußen im Wald? Gott sei Dank! Das Kind kommt! Du musst sofort zu Dr. White. Nein! Ich kann nicht! Nimm mein Pferd! Hol ihn her! Dr. White, komm mit mir sofort. Was ist los? Prudence liegt in den Wehen, draußen im Wald. Im Wald? Was um alles in der Welt macht sie denn da? Das ist doch egal. Wir müssen Warren holen. Jetzt? Ja! Warren, bist du hier? Hier drüben. Was ist denn los? Wo ist sie? Oh. Oh, oh. Sag mir, wie es ihr ging. Sie hatte Schmerzen. Sie konnte sich nicht bewegen. War sie bleich? Gab es Blut? Ich habe keins gesehen. Vielleicht haben wir noch Zeit. Beeilung, los! Ist sie in Ordnung, Doktor? Nein, sie ist nicht in Ordnung. Sie bekommt ein Kind, und zwar hier, wie es aussieht. Er. Und er scheint auch gesund zu sein. Hat eine kräftige Lunge. Und ich will ja nicht drängen, doch wir müssen sowohl dich als auch... Hat er schon einen Namen? Hunter. Pfeife, Connor? Nein, vielen Dank.
Wir erinnern uns gerade an den Tag von Klein Hunters Geburt. Ich weiß nicht, ob ich schon jemals so nervös war. Ha! Ich kann mich kaum erinnern. Bis zu dem Moment, als ich ihn schreien hörte. Dann verlangsamt sich alles. Und ich weiß noch jedes Detail. Von Hunters winzigem Gesicht, über Prudens liebevollen Blick, bis zu dem Geruch von Schlamm und frischem Laub. Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich wie in diesem Moment. Das kannst du mir glauben. Ah, in diesem Haus klingt alles gut. Was machst du hier draußen? Ich will Myriam ihr Messer geben. Willst du mich begleiten? Natürlich. Und was hält dich zurück? Ich bin nervös. Das Messer, das du ihr gemacht hast, gefällt dir bestimmt. Was mache ich? Ich schenke einer Frau ein Messer. Das ist doch dumm. Sie wird es zu schätzen wissen. Und es auch benutzen. Jetzt habe ich es gemacht. Dann kann ich es ihr auch geben. Hallo Myriam. Hallo Norris, hallo Connor. Ich würde gern mit euch quatschen, doch ich habe Ellen einen Ballen Felle versprochen. Und ich habe noch jede Menge zu tun. Ich muss sofort in die Wälder aufbrechen. Zwei Jäger sind besser als einer. Ich kann helfen, wenn du magst. Würdest du? Ich wäre sehr dankbar. Ich habe hier was für dich. Vielleicht hilft es dir. Ich muss jetzt aber wirklich dringend los. Ich werde mich bedanken, wenn ich zurückkomme. Also bis dann. Triff mich an meinem nördlichsten Hochsitz, wenn du dein erstes Fell hast. Ja, aber... Ich brauche Hilfe! Connor, bist du da? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Connor!
Zeit für Erbarmen ist vorbei. Natürlich nicht. Ich komme nie wieder. Ohne dieses Messer hätte der verdammte Speichellecker mich abgemurkst. Ein Geschenk zur rechten Zeit, wie es scheint. In der Tat. Ich muss mich bei Norris dafür bedanken.